krieg ich doch das Kotzen, Alter! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, wir gehen jetzt wieder hier hoch, wo wir letztes Mal auch das Überlebensversteck mitgenommen haben. Deswegen sind wir hier nochmal runtergegangen. So. Da haben wir nichts mehr. Okay, okay, okay. Hier, was haben wir hier noch? Bergungsgut, okay. Cool. Dann, was müssen wir jetzt noch tun, damit wir endlich das Tor da hinten aufbekommen? Das würde mich jetzt schon interessieren, ne? Warte mal. Kann ich das hier durchschneiden? Nee, kann ich nicht. Sah so aus. Hier hoch vielleicht? Moment, was war hier noch? Achso. Holz. Okay, na gut, dann gehen wir eben hier hoch. Achso, nee, brauche ich nicht. Brauche... Oh, was haben wir hier noch? Hallo? Oh, ein Versteck. Schön. Und was haben wir hier noch? Karte, oder was? Geheimnisse entdeckt, neue Dokument und Wandgemäldeposition enthüllt. Ja gut, also viele Dokumente gibt es jetzt hier gerade nicht, ne? Die haben wir alle schon. So, von da sind wir reingekommen, ne? Ja. Nö. Nicht wirklich. So, hier. Von hier aus müssen wir jetzt einfach hier dran springen, oder was? Okay, erstmal gehen wir hier hin. Ah ja. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ja. Wer kennt es nicht? Könnte er schwer genug sein, um den Kran zu Fall zu bringen. Ja. Wenn ich den Kran umstürzen kann, ja. Die Tür aufbrechen können. Halt doch mal die Schnauze, Alter. Ich weiß doch, Lara, ich weiß doch. Muss ja nicht alles 50 mal sagen. So müsste das klappen. Ja, der Meinung bin ich auch, Lara. So. Alles klar. Komm schon. Fülle dich mit Wasser. Okay. Jo, alles kalkuliert, würde ich sagen, ne?
Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Ja. Sieht so aus. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitash. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Ja. Okay. Hier haben wir noch einmal Münzen. Münzen sind gut. Münzen nehmen wir mit. Da hinten haben wir auch noch was liegen, hinter dieser Statue. Ja. Jetzt haben wir Bergungsgut. Dann gehen wir mal weiter. Dass das hier alles noch steht. Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Sieht schon nicht schlecht aus hier. So, wie kann ich jetzt nochmal tauchen? Mit Shift, mit E, mit Q, mit E, mit R, mit Linksklick, mit Rechtsklick. Ah, mit Rechtsklick. Genau, mit Rechtsklick. So. Ja, das sieht doch mal schön aus hier. Hier haben wir noch Pfeile. Sind wir immer noch verlassene Minen? Nö. Geothermales Tal. Ach so, deswegen ist es hier auch so warm. Das ist ja cool. Rundherum ist alles mit Schnee bedeckt, aber hier ist es warm. Das nenne ich mal interessant. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht!
Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophie, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Okay. Also FPS hier sind auch nicht sonderlich gut, aber immerhin besser als in der Sowjetanlage. Okay, wieder eine MP-Komponente gefunden. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass das Spiel Probleme hat, wenn viele Objekte zu sehen sind. Das ist klar irgendwie. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. So. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Ich grüße Sie. Oh, hier ist die Performance aber auch so scheiße. Warum? Wieso kann das nicht mal richtig optimiert sein? Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Überlebenskunst, Volltreffer. Das brauche ich nicht. Ich bin ja kein Controller-Spieler. Lautlose Landung. Leichenfallen. So, mach mal Atemkontrolle halt. Upgrades verfügbar. Ja, und zwar so einige, würde ich behaupten, ne? Rückstoßstabilität. Gepolsterter Griff. Doch nicht alles immer gleich. Das können wir jetzt ja beim Bogen herausfinden. Gewachste Sehne. Okay, das ist gleich. So, wenn die Teile dieselben sind, dann wird das gleich gemacht. Allerdings hat die halt andere Sachen. Okay. Schaden. Angepasste Wurfarme. Okay.
Haltezeit. So. Recurve-Bogen. Okay, eingecapped auf eine. Okay, Schussfrequenz erhöht das. Okay. Schaden ist höher, okay. Wir behalten erstmal den Compound-Bogen. Bei den Handfeuerwaffen würde ich sagen, bleibe ich erstmal hier. So, bei den Gewehren, da kann ich nichts machen, weil ich habe ja gerade keine Dingens. Bei der Kletteraxt würde ich sagen, stecken wir dann erstmal, wir investieren dann erstmal in die Kletteraxt und danach gucken wir dann mal weiter. So, hier brauche ich Zeugs für, was ich nicht habe. So. Egal. Wir gucken jetzt erstmal. Weißt du, im Benchmark habe ich hier 60 FPS gehabt durchgehend. Und jetzt hier, wenn hier Lara ist, dann noch, dann nicht mehr. Dann ist auf einmal die Performance mega scheiße. Ich verstehe das nicht. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. So. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets verrollt. Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Das habe ich getan. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten... Da ist ein Basislager. Das ist Einsatzziel. Hier gibt es Jagdgebiete. Ohne Ende. Da ist ein Huhn. Huhn, bleib hier. Was konnte ich mit dir machen? Huhn! Wo ist denn das Hühnergehege? Hier? Da oben. Na komm, wo ist denn das Hühnergehege jetzt hier? Hä? Bahnhof? Ach da. Okay, alles klar. Komm her, ihr scheiß Hühner. Babak. So. Alles klar.
Boah, hier sind die FPS ja noch schlechter als in der Sowjetbasis. Na komm. Dann mal das nächste Huhn. So, 3 von 5 Hühnern. Klar, nächste. Zack. Was haben wir hier? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Okay. Na komm, wo haben wir jetzt hier so ein bescheuertes Huhn? Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe beim Benchmark hier 60 FPS. Aber nicht, wenn ich das Spiel richtig habe. Also richtig geöffnet habe. Was soll der Mist? Na komm, hier irgendwo muss doch noch, da ist ein Hühnchen. Hallo. Hallo. Moin. So. Zack. Fertig. 2000 Credits verdient, 4000 gesamt. Achso, das ist für den Markt. Ja, okay. Gut. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier bei Rise of the Tomb Raider. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.